Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu unserer Themenwoche Zeit für Klima. An diesem Nachmittag, am ersten Tag, für mich gleich der erste Höhepunkt und normalerweise würde der natürlich auf einer Bühne stattfinden. Vor etwa 400, 500 Gästen, die jetzt gerade tosenden Applaus spenden würden, für unsere künftigen Preisträger. Denn zum achten Mal verleihen wir den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit. Der Anstoß zu diesem Preis kam aus einem Gespräch mit Klaus Wiegand. Klaus Wiegand war sehr lange Spitzenmanager im Lebensmittelhandel, hat so ziemlich die größten Einzelhandelsfusionen betrieben und hat dann eine Wende in seinem Leben eingeleitet. Mit 60 ist er ausgestiegen und hat angefangen, sich den großen Fragen zu widmen, auf die er in seiner Tätigkeit als Manager immer wieder gestoßen ist. Und er kam zu uns und sagte, wir wissen so viel, wie kommen wir eigentlich dazu, vom Wissen zum Handeln zu gelangen? Und darum haben wir einen Preis ersonnen dann gemeinsam, der zwei Kategorien hatte, Wissen und Handeln. Und inzwischen, nach 8 Jahren, hat dieser Preis eine dritte Kategorie, die heißt Durchstarten. Und die drei Preisträger dieses Jahres werde ich im Verlauf dieser Session vorstellen. Der Preis ist jeweils mit 10.000 Euro Preisgeld dotiert und wir sind in den letzten 3 Jahren unterstützt worden dabei durch das Unternehmen Aurubis hier in Hamburg. Ich möchte jetzt einmal kurz das Wort weitergeben an Kirsten Kück, die ist seit 2013 die Nachhaltigkeitsmanagerin von Aurubis und hier ist ihr Gruß an uns. Es ist mir wirklich eine große Freude und Ehre, der diesjährigen Preisträgerin und den Preisträgern im Namen der Jury sehr herzlich zu gratulieren. Es handelt sich hier um ganz besondere und in diesem Sinne zu Recht ausgezeichnete Projekte und Ansätze. Denn sie zeugen alle von einem großen Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und lassen uns nicht nur erahnen, wie eine nachhaltige Zukunft aussehen könnte, sondern leisten schon im Hier und im Jetzt einen ganz konkreten Beitrag. Auch die Menschen hinter den Projekten zeichnen sich aus durch ihre Persönlichkeit und indem sie echte Botschafter für die gute Sache sind und ein glaubwürdiges Vorbild abgeben. Und dies auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Sei es über die wissenschaftlichen Erkenntnisse, über die gemeinschaftliche Initiative, bis hin zu einer unkonventionellen Idee in einer eher konventionellen Branche. Persönlichkeit und Engagement, das sind doch wirklich Dinge, die wir ganz dringend brauchen. Insofern wünsche ich den Menschen hinter den Projekten und auch der Nachhaltigkeit selbst weiterhin viel Mut und Erfolg. Ja, wir lassen das jetzt noch mal ein bisschen als Cliffhanger stehen, denn wir wollen noch nicht ganz verraten, wer in diesem Jahr gewonnen hat. Ich kann ein bisschen berichten, wer in den vergangenen Jahren gewonnen hat. Da ist zum Beispiel der Klimaforscher Stefan Rahmsdorf, der sich immer wieder mit seinen Forschungsergebnissen und mit den Diskussionen der Szene in die Öffentlichkeit begeben hat. Da ist die Initiative Too Good To Go, eine App, die das Wegwerfen von Lebensmitteln vermeiden will. Da ist die Gemeinwohlökonomiebewegung zum Beispiel. Da ist aber auch ein Industrieunternehmen wie Werner und Merz, die machen diese Froschreinigungsmittel und haben uns dadurch überzeugt, dass sie sehr durchgehend durch ihren Betrieb hindurch in alle Dimensionen der Nachhaltigkeit hindurch sehr genau nachdenken, was sie da eigentlich tun. Oder da ist die essbare Stadt Andernach, eine ganze Gemeinde, die alle öffentlichen Grünflächen zu Genussflächen gemacht hat, indem sie dort keine Blumen einsetzt, sondern essbare Lebensmittel. Oder Nico Pech, der für eine Postwachstumsökonomie steht. Das zeigt ein bisschen das Spektrum vom Wissen zum Handeln und zum Durchstarten. Und das hier sind die Nominierten in diesem Jahr gewesen. Im Bereich Handeln haben wir nominiert von der Jury die Hanseatische Materialverwaltung. Die gucken sich an, was am Ende eines Theaterstücks auf der Bühne steht und verleihen diese Theaterrequisiten oder Messerequisiten weiter, sodass diese Dinge, die ja meistens auch aus Styropor und Ähnlichem gefertigt werden, nicht einfach weggeworfen werden, sondern noch anderen Menschen, anderen Theatern oder gemeinnützigen Organisationen zugutekommen. Die Regionalwert AG, eine Bürgeraktie, mit der sich Bürger an landwirtschaftlichen Betrieben beteiligen können, damit in die Verantwortung gehen und, glaube ich, nicht nur Geld zurückbekommen, sondern auch eine Menge Ökologie und eine Menge Wissen. Und Resista,
eine Art Holzersatz, das aus Reishülsen produziert wird. Also ein Ernteabfall wird zum Werkstoff. Das sind die die Nominierten in der Kategorie Handeln dieses Jahr. Ich mache es noch ein bisschen spannend. Also ich löse das jetzt noch nicht auf, sondern gehe zunächst mal zur Kategorie Durchstarten. Dort ist nominiert Per Sachtelleben, ein junger Landwirt, der uns dadurch überzeugt hat, dass er seinen Schweinen die Freiheit gibt und die ganz, bei ihm ganz anders leben können, als wie wir es so gewohnt aus der klassischen Großtierhaltung, Massentierhaltung kennen. Die Initiative Share. Wenn ich bei denen ein Produkt kaufe, zum Beispiel einen Müsli-Riegel, dann bekommt ein bedürftiger Mensch anderswo ein Essen. Wenn ich ein Wasser kaufe, bekommt ein anderer Mensch Wasser, sodass man aus eins zwei machen kann. Und das Unternehmen Recap, das will dafür sorgen, dass es ein einheitliches Pfandsystem für Coffee to go gibt, sodass man nicht immer wieder an die Stelle zurückrennen muss, wo man die Kaffeetasse ausgeliehen hat, sondern den To-Go-Becher überall abgeben kann. Und die dritte Kategorie Wissen. Hier hatten wir nominiert die Influencerin Alisa D., die von der Modebloggerin sozusagen zur Ökotextilherstellerin geworden ist. Die Wissenschaftlerin, Ökonomin Maya Göpel, erfolgreiches Wirtschaften an sozialen Zielen ausrichten. Das ist ihr Bekenntnis. Ihr neuestes Buch heißt Unsere Welt neu denken. Und das Unsere Welt ist, glaube ich, sehr ernst gemeint dabei. Und letzter Nominierte, der Klimakongress hier in Hamburg, eine überschulische Initiative, die Schüler sehr früh an das Thema Klima heranführt, sie selbst einen wissenschaftlichen Kongress organisieren lässt, eine Einführung sozusagen in die Klimawissenschaft bildet. So, jetzt kann ich nicht den Applaus von 400 Menschen ersetzen. Ich kann hier auch kein großes Feuerwerk entzünden, sondern ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich unsere Preisträgerinnen und Preisträger. Zuallererst Maya Göpel. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Sie waren mal im Berliner Büro des Wuppertal-Instituts, dann Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung. Und jetzt machen Sie was ganz Neues. Sie sind gerade in Gründung befindlich sozusagen eines neuen Instituts. Und das heißt The New Institute hier in Hamburg. Also zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum Preis für die Vergangenheit. Und wir wollen gleich mit Ihnen gemeinsam über die Zukunft diskutieren. Vielen Dank. Ich begrüße ganz herzlich Regionalwert AG heißt das Unternehmen, das er gegründet hat, die Initiative, die er gegründet hat, zunächst in Freiburg, heute an vielen Orten in Deutschland. Christian Hiss. Ja, hallo. Lieber Herr Hiss, eine großartige Initiative, die Bürger ganz eng wieder mit Landwirtschaft verknüpft und damit eine Brücke baut, wie wir finden. Denn ich meine, früher kannte jeder von uns einen Landwirt, früher meine ich so vor 30, 40 Jahren. Weil in den meisten Familien gab es Landwirte, Landwirtschaft, man war mit ihnen verwandt, man kannte sie, der Onkel lieferte die Kartoffeln. Und heute ist die Landwirtschaft so konzentriert, so dicht, dass kaum noch jemand von uns wirklich einen Landwirt kennt. Und Sie bilden die Brücke. Sie machen uns zu Anteilseignern sozusagen an Höfen. Ja. Großartige Idee, die schon lange ihren Erfolg gezeigt hat. Und ich finde, dieser Preis ist sehr, sehr verdient. Ganz herzlichen Glückwunsch dafür. Danke sehr. Wir freuen uns sehr. Und last but not least, Per Sachtelleben. Moin und vielen Dank für die Preisverleihung. Per Sachtelleben hat mich auf Anhieb überzeugt. Ich bin bei der Zeit unter anderem für das Thema Landwirtschaft verantwortlich und treibe mich auch immer auf Agrartechnik-Messen herum. Und ich habe sozusagen den Boom der Mobilstelle für Hühner von Anfang an miterlebt. Ein System, mit dem man Freilandeier erzeugt. Viele erzeugen damit biologische, ökologisch erzeugte Freilandeier. Und Per Sachtelleben ist auf die Idee gekommen, man könne Mobilställe doch auch für Schweine bauen. Das ist alles nicht so ganz einfach, denn es gibt jede Menge Regularien und man muss sich mit Veterinärämtern und so weiter herumschlagen. Das Modell hat uns total überzeugt. Es war aber auch ein Lernprozess, lieber Herr Sachtelleben, oder? Zunächst mal herzlichen Glückwunsch natürlich. Ja, vielen Dank. Und ja, natürlich, auch das war ein Lernprozess, wie so vieles im Leben.
Ich habe zum Beispiel gelesen, Sie mussten eine Decke, die Sie eingebaut haben, wieder ausbauen, weil es zu warm im Stall wurde. Ist das richtig? Ja, das ist nur ein kleiner Teil bei einer Entwicklung eines Stalls. Da spielen die Tiere eine ganz große Rolle und da gibt es natürlich Zwischenschritte in der Entwicklung und genau, den Sauen hat das nicht gepasst und da mussten wir mal wieder etwas umbauen. Es wurde zu warm. Genau. Können Sie einmal kurz schildern, wie das aussieht, wie das Alltagsleben Ihrer Sauen und Ferkel aussieht? Relativ ähnlich, sage ich mal, ist das Grundkonzept wie die meisten Ställe. Wir haben einen schönen, großzügigen Raum zum Liegen und Strohspielen, sage ich mal. Und der andere Teil der Hütte ist aufgeteilt in so ein bisschen Bewegungsbereich und zum Laufen. Da haben wir ein bisschen was zum Trinken und einen großen Futtertrog, wo sie jederzeit was zu fressen können. Der große Unterschied zu anderen Stellen ist dann halt, dass die Tür nicht in einen befestigten, betonierten Auslauf führt, sondern halt ins Freie. Wir haben dann darum einen Auslauf, den wir jederzeit flexibel verändern können und die Tiere dann etwa, was sind das, ungefähr 1000, 1400 Quadratmeter, hat dann ein Stall jeweils nochmal Auslauf. Zu vergleichen, ökologische Sau, also ökologisch gehaltene Sau, im Stall mit Betonauslauf hat dann 2,5 Quadratmeter. Das ist so der kleine Bonus, den wir da zu dem klassischen Stall dazugeben können. Und die große Besonderheit ist natürlich, dass wir diese Stelle nicht dann stationär haben, sondern eben bewegen können über den Acker und immer wieder neue Flächen den Tieren zur Verfügung stellen können, sodass der Boden nicht leiden muss. Also so erbittert wie Schweinehalter um ihre jeweiligen Stallgrößen oder also über die Ausgestaltung ihrer Ställe kämpfen, weil sie sagen, jeder Quadratmeter kostet uns Geld. Das kostet ja eine Menge, diese kleine Freiheit, die Sie gerade so im Nebensatz erwähnt haben. Wie lässt sich dieses Fleisch denn vermarkten? Indem man nicht über zu viele Händler geht, die jeweils irgendwie 30, 40, 60% nochmal wieder verlangen an Aufpreis. Desto mehr Leute die Hand aufhalten und Aufschlag geben, desto teurer wird es dann am Ende. Wir haben eine reine Direktvermarktung. Wir lassen für uns schlachten und zerlegen und wursten und wir verkaufen ab Hof. Und dann funktioniert sowas. Wenn halt nicht 20 Leute noch die Hand aufhalten, sondern nur ein Betrieb die Hand aufhält, dann kann sowas funktionieren, ohne dass wir teurer sind als andere ökologische Ware. Und wie weit lässt sich das skalieren, was Sie da machen? Also wie viel von diesen mobilen Stellen haben Sie? Wie viele Schweine halten Sie gerade in dieser Form? Wir haben jetzt gerade etwa 14 Ställe, halten etwa 50 Mastschweine und 6 Sauen. Die Hütten sind jetzt aber nicht so ausgelastet, wie sie sein könnten. Das heißt, wir könnten mit den Stellen etwa das 2- bis 3-fache noch an Tieren halten. Und Skalierung ist eigentlich unabhängig, weil man ja schließlich immer einfach nochmal einen Stall mehr dazu kaufen könnte. Abhängig ist dieses System eigentlich von der dazu Verfügung stehenden Land. Wir brauchen pro Monat bei 14 Stellen etwa 1,5 Hektar Land, wo die Schweine den als Auslauf nutzen können. Und wir wollen ja nur einmal im Jahr auf dem Acker stehen, sodass dann eine Vor- und eine Nachfrucht folgen, also geben kann. Dementsprechend ist das Land der limitierende Faktor. Und für uns wird es bei 14 Hütten bleiben. Wenn wir aber natürlich ein anderer Betrieb wären mit 200 Hektar oder dergleichen, geht das natürlich anders aus. Naja, das ist ja auch ein großer Vorteil. Das Land wird quasi direkt gedüngt und sowas wie eine Gülleproblematik gibt es gar nicht. Wie reagieren die Kollegen? Gucken die mit großer Skepsis oder gibt es schon den einen oder anderen, der drumherum schleicht und sagt, will ich auch haben? Unterschiedlich. Anfänglich vor allem aus dem konventionellen Bereich sehr, sehr viel Skepsis. Die natürlich vor allem aus dem Bereich, die sagen, wir kennen nur beheizte Ställe oder dergleichen. Es ist ein großes Interesse gekommen und es besuchen uns auch viele Landwirte. Das ganze System, dass es dann auch wirklich umsetzbar ist, da glaube ich, gibt es noch viele Zweifel. Sie sagen, wie kann man vom Wissen zum Handeln übergehen, sagten sie eben. Manchmal gehört dazu, es einfach zu machen.
Und das tun wir hier, ja. Wir zeigen, dass sowas funktioniert. Und ich denke, es wird nicht lange dauern, dann wird das auch anfangen, wie mit den Hühnermobilen, dass auch andere Betriebe anfangen, so ein System zu fahren. Aber es braucht immer jemand, der anfängt, und es braucht eine Zeit, sowas in die Gänge zu kriegen. Christian Hiss, wie waren denn die ersten Reaktionen auf Ihre Idee? Euphorisch oder auch erstmal skeptisch? Ja, sehr interessant, sehr interessante Frage. Die Gründung hatte ja einen mehrjährigen Vorlauf. Wir hatten in dem Betrieb, den ich mit meiner Familie bewirtschaftet habe, hatten wir jährlich eine große Veranstaltung, hieß Kultur im Gewächshaus. Und da waren 80 bis 120 Menschen da, gesellschaftlicher Querschnitt. Und im Zuge oder im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe wurde das Konzept ausgearbeitet. Wir haben die Frage bearbeitet, welche Landwirtschaft wollen wir? Und am Ende, sozusagen um das Jahr 2005 ungefähr, war dann die Frage, hat die Moderatorin diese 100 anwesenden Menschen gefragt, glaubt ihr daran, dass es funktioniert? Wenn ja, geht ihr auf die rechte Seite, wenn nein, geht ihr auf die linke Seite. Und da war die leichte Mehrheit bei, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Und die zweite Frage war, seid ihr dabei, ja oder nein? Und da war die eindeutige Mehrheit auf der Seite, ja, ich bin dabei. Und das ist so ein Zeichen dafür, wenn man sozusagen gemeinschaftlich sozusagen oder an was arbeitet und ein Ziel hat, dass man dann auch fast unmögliche Dinge möglich machen kann. Und hier ist dann zu erwähnen auch, dass die Freunde von den anderen Regionalwerder AGs in Deutschland oder mittlerweile auch in Österreich, in Luxemburg arbeiten Leute an der Gründung, dass das natürlich sozusagen je stärker das eine Bewegung wird. Es sind jetzt über 3000 Regionalwert-Aktionärinnen und Aktionäre in Deutschland, hunderte von Betrieben, die da irgendwie vernetzt sind. Und je mehr das da sozusagen dran arbeiten, je mehr Substanz gibt es im Inneren einer Initiative und je erfolgreicher kann sie auch werden. Wie werde ich denn Aktionär und was bekomme ich dafür? Einmal für Laien des Regionalwertigen erklärt. Naja, wie werde ich Aktionär? Die Regionalwert AGs geben zu unterschiedlichen Zeiten Aktien aus, Regionalwertaktien. Das ist sehr streng geregelt. Wir unterliegen da dem Aktiengesetz. Es werden BaFin-geprüfte Prospekte erstellt und dann gibt man für ein paar Monate Aktien aus und dann kann man Aktien erwerben, also nur zu bestimmten Zeiten. Und diese Regionalwert AGs, da muss man einfach dann eben Newsletter abonnieren oder auf die Internetseiten gehen, wann es wieder Regionalwertaktien gibt in den verschiedenen Regionen. Aber wichtig ist mir noch zu betonen, dass wir nicht nur in landwirtschaftliche Betriebe investieren. Also das Prinzip funktioniert so, wir geben Aktien aus, eine Aktie kostet 500 Euro bei allen Regionalwert AGs. Wir bekommen dadurch Investitionskapital, was ganz klar im Prospekt steht, ganz klar in regionale ökologische Versorgungswirtschaft, Versorgungsbetriebe investiert wird. Also nicht nur in Landwirtschaft. Das Landwirtschaft kann auch mal ein Restaurant sein zum Beispiel. Genau, sondern auch Restaurants, Bioläden, verarbeitende Betriebe, auch Dienstleistungsbetriebe. Das ist sehr wichtig mit dem Ziel, letztendlich regionale Wertschöpfungsräume aufzubauen, in denen lokale Ernährungssouveränität hergestellt ist. Also das heißt, ganz, ganz viele Wertschöpfungsstufen können hier veranlagt werden, aber über Einzelbetriebe. Und Sie haben ja vorhin gesagt, Herr Senker, noch vor 30 Jahren hatte irgendjemand Landwirtschaft in der Familie. Man muss sich vorstellen, vor 100 Jahren waren noch nahezu 50% der Erwerbstätigen in Deutschland in der bäuerlichen Subsistenzökonomie tätig. Und das ist ja eben historisch gesehen eine ganz kurze Zeit. Also wir hatten quasi vor 100 Jahren, hatten 50% der Erwerbstätigen in Deutschland, haben noch für ihr eigenes Brot täglich gearbeitet. Ja. Maja Göpe, Sie arbeiten gerade auf einer Baustelle. Ich habe Bilder gesehen, es sieht wunderschön aus, obwohl der Putz von den Wänden geschlagen ist. Hier an der Hamburger Alster eine Reihe von
Häusern, die jetzt umgebaut werden zum New Institute. Wo wollen Sie hin mit diesem Institut? Was soll dieses Institut leisten? Ja, die Frage werden wir gemeinsam noch weiter bearbeiten. Aber die grundlegende Vision ist natürlich zu sagen, wie können wir Wissenschaft in Gesellschaft so verankern, dass eben das beste verfügbare Wissen zu bestimmten, tatsächlich auch gerade gesellschaftlich relevanten Themen. Wir haben uns da ja Ökonomie und Ökologie rausgesucht, die Zukunft der Demokratie, aber auch das, was ja auch in der Regionalwert-AG anschwingt, was ist eigentlich Werte, Wertschöpfung und wie haben wir das eigentlich auch gefasst in unserer sehr ökonomisch ja inzwischen geprägten Lesart von Entwicklung. Und da eben zusammenzuarbeiten zwischen denen, die sich mit diesen Sachen konzeptionell beschäftigen und mit denjenigen, die das auf Grund und Boden versuchen, in die Tat umzusetzen. Und für mich persönlich ganz wichtig, auch aus der Erfahrung aus den Scientists for Future heraus, dieses Wissenschaft-Gesellschaftskommunikation zu stärken. Weil wir da natürlich viel jetzt aus meiner jetzigen Tätigkeit noch beim Beirat der Bundesregierung heraus merken, ja, es ist ganz wichtig, beste Wissenschaft für die Politik aufzubereiten, aber in demokratischen Gesellschaften ist die Sprache aus der Gesellschaft, was sie denn eigentlich will, genauso wichtig, damit diese politischen Entscheidungen dann auch durchgesetzt werden können. Und dieses aufklärende Momentum ernst zu nehmen, also wirklich A, zuzuhören in der Gesellschaft, was sind die Wissensbedarfe, was können wir anders zur Verfügung stellen, wie kann Wissenschaft vielleicht auch in solchen Prozessen moderieren, wo viele Interessen aufeinander stoßen und wir ja auch merken, dass das zunehmend haarig wird in einigen Bereichen, kann die Wissenschaft da eine vertrauensstiftende Instanz sein in so Aushandlungsprozessen auf dem Weg nach vorne und dann aber tatsächlich auch wirklich für einige der großen Fragen, wie können wir denn Dinge auch anders organisieren, Antworten zu liefern aus einfach dem Nachdenkenbereich. Ja. Und da kommen dann ja auch Fellows aus aller Welt nach Hamburg. Ja. Ich muss im Nachhinein sagen, einmal ein Geständnis und einen Blick hinter die Kulissen. Die Juryentscheidung für Sie drei ist bereits Ende letzten Jahres gefallen. Und eigentlich wollten wir Sie begrüßen im April zu einem großen Kongress. Warum der ausgefallen ist, ist allen klar. Jetzt treffen wir uns hier digital und ich muss feststellen, natürlich gibt es eine große Verbindung zwischen Ihnen dreien. Aber Sie alle drei leiden vielleicht im Moment gerade ein bisschen daran, dass Ihre Themen ein bisschen in den Hintergrund gedrängt sind, oder? Das Tierwohl ist in den Hintergrund gedrängt, die Nachhaltigkeit, Regionalität als Thema in den Hintergrund gedrängt, das große Thema Klima und der Zustand des Erdökosystems in den Hintergrund gedrängt. Haben Sie das Gefühl, Sie müssen sich jetzt wieder herausarbeiten oder schwingt das die ganze Zeit in der Debatte auch mit, Herr Hess? Ja, also unsere Themen schwingen absolut mit. Es war so in die ersten zwei Monate des Lockdowns nicht so ganz klar, in was für eine Richtung das es geht. Aber spätestens seit drei, vier Monaten ungefähr kommen die Themen Resilienz, ökonomische Resilienz, ja, regionale Resilienz ganz stark an die Oberfläche und das sind unsere Spezialthemen. Wie kann man sozusagen Resilienz hier jetzt in der Land- und Ernährungswirtschaft herstellen, aber vor allem auch die Methode der Erfassung und der Bilanzierung von sozialökologischen und regionalökonomischen Leistungen, wo wir uns die Expertise dafür haben, das sind Top-Themen und wir werden mit unseren Themen seit ein, zwei Monaten vollkommen überrannt, kann man sagen. Jetzt die Gründung einer Regionalwert-AG ist ein ganz langer Prozess. Da braucht man Hunderttausende von Euro. Das geht nicht so schnell, aber das Interesse ist da für das Konzept. Aber für das zweite, unser zweites Hauptthema, der anders bilanzieren, richtig rechnen in der Landwirtschaft, ist ja unsere Metapher, das ist atemberaubend, wie das die letzten drei Monate an die Oberfläche kommt. Und als ich vor 10 Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wir müssen anders bilanzieren, wir müssen die Erfolgsmessung ganz anders von Unternehmen, ganz anders aufstellen, war das ein No-Name-Thema. Und die, ja, ich kann es nicht anders sagen, das ist atemberaubend, wie das jetzt mit Wucht kommt. Das Stichwort anders bilanzieren möchte ich gleich noch zu Maya Göpel rüberspielen, aber vorher noch die Frage an Per Sachteleben. Ereignisse wie bei Tönjes in Reda-Wiedenbrück, die so ein sehr grelles Licht auf das System, auf das in Anführungszeichen Schweinesystem werfen,
forciert das das Interesse an Modellen wie dem Ihren? Spüren Sie das? Ja, auf jeden Fall. Das spürt man definitiv. Ich denke, generell gibt es ja einen Trend in die Richtung ökologische Haltung oder ökologisches Essen, ökologisches Leben, nachhaltig denken. Und solche kleinen oder größeren Spitzen forcieren das immer wieder. Sagen wir mal, wenn man es in so einem, ja, 100 Leute interessieren sich heute, dadurch, dass es so einen, wieder einen Skandal gibt, und 10 davon bleiben nachhaltig da dran an dem Thema. Das ist, glaube ich, so mein Eindruck davon. Also das normale System, das normale Schweineproduktionssystem, man kann es so sagen, in Deutschland funktioniert mit sehr, sehr vielen Transporten, weil es sehr arbeitsteilig ist. Die einen Schweinehalter halten Sauen und produzieren Ferkel, die anderen mästen diese Ferkel. Das heißt, kreuz und quer durch Deutschland werden immer wieder Schweine transportiert. Und jetzt steht die afrikanische Schweinepest an der Grenze sozusagen. Und alle sind sehr aufgeregt. Die Chinesen haben schon ein Importverbot für Schweinefleisch erlassen. Es darf kein deutsches Schweinefleisch nach China. All diese Ereignisse sorgen für große Aufregung. Haben Sie eine Prognose, wie sich die Debatte um die Tierhaltung verändern wird? Für Prognosen, da bin ich, glaube ich, der Falsche. Aber ja, das ist wieder ein großes Thema, was, wenn wir Glück haben, sage ich mal zugespitzt, mal ein etwas größerer Hammer wird, wenn die ASP wirklich in Deutschland ausbricht und hier das System Schweinehaltung, wie es jetzt konventionell geführt wird, mal, ja, wird gesagt, auseinanderbricht. Das kann Anstoß geben zu was Neuem, aber ja. Prognosen bin ich der Falsche. Ja, es gibt Schweinehalter, die verschränken die Arme und sagen, ich bin eigentlich sicher, weil meine Schweine sind in einem sicher abgeschlossenen Stall, da kommt kein Schwein rein. Ja, also so sind wir ja auch genauso sicher. Unsere Schweine sind hinter einem großen Zaun. Das tut ja nichts zur Sache. Es geht darum, aktuell, dass die ersten Wildschweine tot mit der ASP infiziert gefunden werden. Und dass dann, wie Sie gerade sagten, China sagt, so, wir wollen keine Schweine mehr von euch haben. Und dann kommen die großen Unternehmen wie Tönnies Westfleisch und Konsorten und sagen, ja, Entschuldigung, jetzt muss der Preis wieder sinken. Und ja, das sind halt Wirtschaftssysteme, die nicht auf nicht einen gemeinsamen Konsens haben. Also es hilft meistens nur einem in dem ganzen Strang. Ja. Maja Güppel, Christian Hiss sagte gerade, wir müssen ganz anders bilanzieren. Wir müssen ganz andere Faktoren in die Bilanz hineinpacken, nicht nur die ökonomischen, sondern eben auch die ökologischen und die sozialen Faktoren einbauen. Es gibt jetzt so erste Ansätze, glaube ich, Modellprojekte, in denen auch Großunternehmen versuchen, andere Werte einzusetzen in ihre Bilanzen, also soziale Werte oder ökologische Werte. Sehen Sie, dass das Thema wirklich angekommen ist, auch bei großen Unternehmen zum Beispiel? Ja, also ich würde da vollkommen unterschreiben, was Christian auch gesagt hat. Also wir können uns gerade von Nachfragen überhaupt gar nicht retten. Für mich ist das auch das Zeichen, warum das Buch überhaupt ein Bestseller, also ein Sachbuch, ein halbes Jahr jetzt schon in den Top 10 der Bestseller bleibt. Ja. Das ist ein Riesenzeichen dafür, dass die Gesellschaft einfach Lust hat, selber sich aufzuklären und darüber nachzudenken, dass es eben nicht ein Back to Normal vor Corona geben kann, weil das Normal überhaupt gar nicht wirklich normal war, sondern eben sehr stark auf einer kontinuierlichen Erosion dessen, was wir in der Zukunft brauchen, aufgebaut war. Und ich finde, dass wir das in Corona nicht verloren haben, selbst wenn aktuell so ein bisschen die Panik natürlich da ist, wie kriegen wir die Konjunktur generell balanciert, war ja schon im World Economic Forum im Januar der globale Risikobericht mit aus den Top 6 Risiken waren 5 Umweltrisiken. Und da kommen wir ja auch nicht raus. Und die Bilder, die uns jetzt aus der Welt erreichen, also der Klimawandel ist ja jetzt da, ist aus den Modellen in unseren Alltag getreten. Und in vielen anderen Bereichen, wie Artenverlust, ist es noch schwieriger zu greifen. Die Insekten waren dann einfach das, was wir alle gespürt haben. Und die Windschutzscheiben waren klar. Aber wir kriegen das nur, also so viele Anfragen jetzt gerade. Ich habe auch den Eindruck, dass in den Verbandsstrukturen es ruckelt und sich rüttelt und
viele sagen, wir fühlen uns nicht mehr repräsentiert von dem Minimalkonsensus, der da passiert. Also der Bauernverband fällt mir da als nur einer ein. Der BDI ist, glaube ich, an einer ähnlichen Situation. Und das ist ja hochinteressant. Also wenn sich eigentlich innerhalb verschiedener Sektoren mehr und mehr auf den Weg machen, zu sagen, wir müssen wirklich nochmal anders darüber nachdenken, worum geht es eigentlich? Und nicht mehr und nicht weniger ist es ja, was auch die Gemeinsamkeiten sind zwischen den drei Projekten, die Sie dieses Jahr ausgezeichnet haben. Diese Frage immer wieder in den Vordergrund stehen, worum geht es eigentlich? Und aus dem heraus zu schauen, was müssen wir verändern an Strukturen, damit möglichst viele Menschen und möglichst viele Tiere eben tatsächlich ein gutes Auskommen haben, aber auch Co-Akteure werden können, indem unsere Wirtschaft wieder dahingehend umzubauen und auszubauen, dass es Wellbeing für alle innerhalb der planetaren Grenzen möglich macht. Ursula von der Leyen hat jetzt vor einigen Tagen eine sehr vehemente Rede für ihren Green Deal gehalten. Was ihr aber vorgehalten wurde, ist die Frage, naja, ist ja schön als große Idee, aber wie soll es denn konkret gehen? Wissen wir genügend darüber, was die konkreten nächsten Schritte sein sollten? Ich finde, also erstens bin ich sehr dankbar dafür, weil mit einer klaren Ansage und einer Transparenz beginnt ja auch die Innovationsfähigkeit, eine ganz andere Dynamik aufzunehmen. Es war schon wichtig, dass wir über den CO2-Preis angefangen haben, anders zu sprechen, dass viele Unternehmen sich dafür positioniert haben, gesagt haben, gebt uns den. Das ist total technologiefördernd und zwar für die Technologien, die wir für die Zukunft brauchen und nicht die, die die Vergangenheit gefüttert haben. Und ihr macht uns damit keine Angst. Im Gegenteil, ihr gebt uns ein Instrument in die Hand. Ne? Das ist, glaube ich, die Wende in der Geschichte. Genau. Und jetzt ist es ja genau das Gleiche. Und der Green Deal ist ja aus der Warte ein hochinteressantes Instrument, weil es endlich ein Whole Government Approach ist. Also, dass wirklich die gesamte Regierungseinheit im Grunde genommen sich damit beschäftigt und jede Abteilung aufgerufen ist, ein Stück weit auch zu überlegen, wie die eigenen Strategien und die eigenen Maßnahmen, die eigenen Instrumente Teil dessen werden können, die darauf einzahlen. Da kann man sicherlich noch nachsteuern und auch verbessern, aber es insgesamt ist das ein riesiger Durchbruch, zu sagen, dass das das Ziel ist. Also wirklich auch eine Kreislaufwirtschaft, die wird ja gerade im deutschen Diskurs noch sehr vergessen. Ja. Was aber ohne die überhaupt nicht machbar und abbildbar ist, auch die Klimaneutralität nicht. Und dann eben an diesen Zielkoordinaten festzuhalten. Und da, tatsächlich hat sie ja auch gesagt, wir dürfen nicht wachsenden Wohlstand im Sinne von Geldwerten gemessen mit Wohlergehen verwechseln. Und das ist ja Teil dessen, wo wir jetzt eine riesige Chance haben, soziale Themen mit ökologischen Themen zu verbinden, indem wir sagen, welche Jobs brauchen wir denn jetzt in der Zukunft? Wie kann die Kofinanzierung und die Weiterbildung zwischen Staat und Unternehmen aussehen, dass wir da hinkommen? Welche Subventionen gilt es jetzt endlich mal abzuschaffen? Also gibt es einen ewigen Konsens darüber, damit die Marktgleichheit überhaupt zwischen neuen Energieträgern und alten beispielsweise herkommen kann. Welche Forschung- und Entwicklungsbudgets müssten denn jetzt mal angepasst werden, so dass wir wirklich versuchen, auf das Neue das beste Wissen und die besten Modellierungen loszulassen? Also da wird mir aus der Bauernecke mal herangetragen, was ist denn eigentlich mit der Finanzierung für Agroforstforschung? Warum sind das nur 3-4% des Forschungsbudgets? Wenn wir doch aber sagen, mindestens 20% ökologischer Landbau und was soll eigentlich der Rest mittelfristig als nicht nachhaltige Landwirtschaft, wo wollen wir da eigentlich hin? Und diese ganze Idee öffentliche Beschaffung ist ja die nächste Frage. Ne? Ein riesiger Markt, der sich für nachhaltige Produkte kreiert und wo zumindest auf kommunaler Ebene ja inzwischen das stärker gemacht wird, dass Kitas und Kantinen sagen, wir kaufen eben regionaler ein und wir kaufen biologische Lebensmittel ein. All das hat, finde ich, eine andere Dynamik aufgenommen und im Grunde genommen ist das ja erstmal eine Bestätigung und ich finde nicht, dass wir eine direkte Blaupause brauchen, wie soll es exakt aussehen, das hatte auch niemand, bis wir an diesen Punkt gekommen sind, wo wir heute sind, sondern wir können ganz klar sagen, diese Treiber müssen wir abschaffen, weil sie eine Übernutzung der Ökosphäre mit sich bringen, eine nicht ausreichende Verteilung in unserer Gesellschaft zwischen unterschiedlichen Arbeitsfeldern und eben auch nicht inklusiv genug. Und die Finanzialisierung, für mich ist das eine der großen Fragestellungen. Deshalb sind solche Initiativen, wie können wir es eigentlich rückführen, dass Menschen, die produktiv tätig sind, in der Wertschöpfungskette auch im Grunde genommen dann den Ertrag zurückbekommen, weil wir einen großen Trend haben, durch viel, viel Geld in der Hand weniger, dass die Eigentumsverhältnisse sich in eine Richtung entwickeln, wo diejenigen, die am meisten die Werte abschöpfen, die produziert wurden, nicht mal vor Ort mitbekommen, was sich eigentlich dort verändert, welche Lebensbedingungen für die Menschen entstehen oder überhaupt eine Rückbindung an diese Aktivität haben. Und deshalb ist diese ursprüngliche Idee von einer Aktiengesellschaft im Sinne von, wir gehen gemeinsam einen Weg, wir teilen das Risiko und deshalb auch die Erträge, da auch so wichtig von dem zu unterscheiden, wie wir jetzt den Shareholder Value eigentlich etabliert haben, wo wir genau sehen, dass dort eben soziale und ökologische Dinge eher herunterfallen.
Und deshalb ist es super, dass auch große Unternehmen anfangen, sich dem zu stellen, weil aus meiner Warte sie damit ein Instrument bekommen, dem Finanzdruck Richtung Externalisierung. Weil wenn ich kurzfristigen Return und mein finanzielles Kapital möchte, sind ökologische soziale Kosten etwas, das ich gerne wegdrücke. Und wenn wir diese Form von Bilanzierung verbindlich machen, dann gibt es ein Instrument der Realwirtschaft, um diesem Druck aus der Finanzwirtschaft etwas entgegenzusetzen. Also das ist zumindest meine Hoffnung, die damit auch verbunden ist. Christian Hiss, haben Sie denn als Aktiengesellschaft eine Chance, aus dieser Wachstumsdoktrin tatsächlich ganz rauszugehen? Ich meine, Sie sammeln Geld für Investitionen. Genau. Wir haben aber von Anfang an gesagt, schon vor 14 Jahren bei der Gründung der ersten Regionalwert AG ist das im Geschäftszweck verankert, dass die sozialen, die ökologischen und die regionalökonomischen Leistungen der Betriebe, in die wir investiert haben, dass die als Return on Investment anzusehen sind. Und die Herausforderung war, diese Leistungen differenziert und detailgenau und wissenschaftlich akribisch diese Leistungen nachzuweisen und den Aktionären vorzulegen. Also nicht irgendwie, wir tun was Gutes, sondern durchaus auch die Leistungen, auch die Risiken, die noch bestehen, aber die Leistungen, also die Frage, wie viele Lehrlinge, wie viele Auszubildende waren im vergangenen Geschäftsjahr in den Betrieben in Ausbildung? Wie viel Aufwand ist betrieben worden für Bodenfruchtbarkeit? Und da hatten wir dann anfänglich 80 Indikatoren und haben das jedes Jahr den Aktionären und Aktionären vorgelegt. Und wohlgemerkt, im BaFin geprüften Prospekt stand von Anfang an, dass diese nachgewiesenen Leistungen als Kapitalrendite zu sehen sind. Das war spektakulär vor 14 Jahren, ist aber genehmigt worden, weil gesagt wurde, hört her, Aktionäre, ihr wisst, also der Vorstand legt euch ganz genau vor, was ihr zu erwarten habt, aber nicht nur Geldrendite, die soll auch irgendwann kommen, sondern vor allem sozusagen die Investition in das Vermögen, also in das Natur- und Sozialvermögen. Nur haben wir gemerkt, im Laufe der Jahre, nicht finanziell. Also wir haben dadurch eben auch keine finanziellen Gewinne erwirtschaftet, weil wir zu viel in Bodenfruchtbarkeit investiert haben, wie die Betriebe. Aber wir haben gemerkt, das reicht nicht. Dann haben wir uns vor 4 Jahren auf den Weg gemacht, diese Leistungen, die wir erfasst haben, noch genauer zu erfassen und in den Betrieben geschaut, wie viel hat denn der Aufwand gekostet? Also nicht nur, wie viele Lehrlinge wurden ausgebildet, also qualitativ, quantitativ, sondern was hat es gekostet? Und da sind wir dann auf einen Weg gekommen, der mittlerweile spektakulär ist. Wir haben dann in Geld nachweisen können, was haben denn die Betriebe für einen Aufwand betrieben? Aus der Buchhaltung haben wir gesagt, wir schauen jetzt, was es gekostet hat. Und dieses Geld, diese Kosten ermittelt pro Geschäftsjahr. Und dann haben wir jetzt den Anspruch, dass das in die Bilanz der Betriebe muss, auf die Vermögensseite. Und aus diesem Ansatz sozusagen hat sich Tolles entwickelt. Wir arbeiten derzeit noch in einem größeren Projekt, heißt Quarta Vista. Wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Seit 1,5 Jahren arbeiten wir da zusammen mit einigen Partnern, unter anderem, also Konsozialführerin ist die SAP. Und da sind wir dabei, wirklich mit Buchhaltungssoftware zu entwickeln, Bilanzierungssoftware zu entwickeln, Kontenpläne, Kontenrahmen, wo diese Werte, die Maya auch erwähnt hat, tatsächlich sozusagen Abbild finden in der Bilanz, aber nicht nur die Vermögensseite, sondern auch die Risikoseite. Und das ist eben das Wichtige daran. Und da hat uns das Merkblatt der BaFin vom letzten Dezember unglaublich geholfen, dass dann die BaFin veröffentlicht hat, Unternehmen, vor allem Banken, da sind sie ja dann verpflichtet für die Aufsicht, jetzt müsst ihr beginnen, Risiken, die sich aus ESG-Faktoren ergeben, in eurer Bilanz abbilden, also die Risikoseite. Und dann, wenn man in die Bilanz will, muss man es in Geld ausdrücken. Und an diesem Punkt, das meinte ich, das ist spektakulär, was sich die letzten Monate tut. Machen Sie es noch einmal ganz konkret. Also auf der Positivseite könnte ein Humusaufbau stehen in dem Boden und auf der Risikoseite könnte ein Dürresommer stehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also ein Betrieb, ein Unternehmen macht normale Buchhaltung, erfasst aber auf einem separaten Konto. In der normalen Buchhaltung
erfasst dieser Betrieb Aufwände für Erhaltung von Bodenfruchtbarkeit. Mhm. Okay, und am Jahresende kann man, steht dort die Zahl, Personalkosten, Sachkosten 23.000 Euro. Und da, damit, dass wir einen Aufwand erfassen in Geld, kommen wir zu einem Geldwert der Leistung. Wir bewerten nicht die Bodenfruchtbarkeit, sondern wir bewerten die Leistung des Unternehmens für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Und das ist ein Riesenfortschritt gegenüber den letzten Jahrzehnten, wo wir in der Volkswirtschaft versucht haben, der Bodenfruchtbarkeit einen Wert an sich zu geben, dem Rotkehlchen, was haben wir schon alles versucht, den Wert auszubrechen. Und dann war der entscheidende Schritt, wir bewerten nicht die Bodenfruchtbarkeit an sich, sondern wir bewerten die Leistung eines Betriebes zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit oder die Nichtleistung. Denn dann wird auf dem Buchhaltungskonto klar, null Aufwand für Erhaltung von Bodenfruchtbarkeit. Und dann kann man daraufhin Rückstellungen und Risiken ermitteln und Rückstellungen verbindlich machen. Und dann haben wir eine völlig andere Erfolgsmessung, völlig anders geartete Erfolgsmessung, die dann eben ihre Wirkung entfaltet. Und im doppelten Sinne eine Wertschätzung für die Erhaltung eines fruchtbaren Bodens sozusagen. Ganz genau. Ja. Per Sachteleben, wann immer ich mit Landwirten spreche, sagen die mir, die gesellschaftliche Wertschätzung für uns hat extrem nachgelassen. Also wir stehen ständig in der Kritik, egal was wir tun. Wir sind die Tierquäler, wir sind die Giftspritzer, wir machen den Boden kaputt. Die Menschen verstehen gar nicht so recht, was wir tun. Wenn man ein alternatives Modell baut und so ins Risiko geht wie Sie mit diesem Modell, bekommt man die Wertschätzung zurück? Also nicht nur die, wenn einem ein Preis verliehen wird, sondern auch eine Wertschätzung des Umfeldes, der Menschen, mit denen Sie zu tun haben, denen Sie zum Beispiel Ihr Fleisch verkaufen? Ja, klar. Also es ist einzelne natürlich. Also es ist natürlich immer schwer, das ganze Bild zu bekommen. Und das macht es auch für uns, weiß nicht schwerer, auf jeden Fall nicht leichter, dass man hier so vor sich hin arbeitet und wir eben keine Gemeinschaft, es ist ja kein Gemeinschaftsbetrieb hier, sondern es ist halt ein normaler landwirtschaftlicher Solobetrieb, der sein Ding macht, sage ich jetzt mal. Und da ist natürlich dann schon schön, wenn man mal von einzelnen Kunden angehalten wird und die mal mit einem sprechen und die sagen, das ist ja eine tolle Sache. Auf der anderen Seite hat man dann halt auch so ein bisschen die Ärgernisse, die Sie ganz am Anfang mal angesprochen haben, was für Ärger wir hatten mit unserem System auf höherer Ebene, Verwaltungsebene, Veterinärämter, Bauamt und dergleichen, wo man sich so denkt, wir arbeiten gegen das System an, alle sind doch gegen uns und dann hilft sowas natürlich ungemein. Dann ist es natürlich sehr schön, mal zu hören. Wo ist die Börse, wo Sie solche Ideen austauschen? Denn die Idee ist ja nicht, dass Sie, wie Sie gerade sagten, so, man arbeitet so vor sich hin, sondern eigentlich ist die Idee ja, die besten Ideen zum Blühen zu bringen und auch anderswo zu etablieren, sozusagen. Wo ist der Punkt, an dem man austauscht, an dem man Ideen bekommt und sie auch weitergeben kann? Schwer. Also ich komme jetzt nicht so ganz oft vom Hof. Dementsprechend, sowas, wir sind im Biolandverein, wir sind im Biolandbetrieb. Dementsprechend gibt es da mal ein bisschen Austausch auf einer Sitzung. Ich wurde jetzt zu ein, zwei Veranstaltungen mal eingeladen, unser System sozusagen zu präsentieren. Ansonsten als Landwirt hat man, glaube ich, einen ganz gut durchgetakteten oder nicht durchgetakteten Tag, aber ganz schön vollen Tag. Und dementsprechend bin ich jetzt nicht, glaube ich, so viel unterwegs wie die Frau Göbel zum Beispiel. Wissen wir mal, dass dieser Preis Sie sehr sichtbar macht und die Anfragen kommen. Christian Hiss, der Austausch der Regionalwert AGs, nehme ich an, ist fast institutionalisiert, oder? Sie lernen immer voneinander. Auf jeden Fall. Also seit weitere Regionalwert-AGs dazugekommen sind, sei es in Bonn, Köln, Rheinland, Hamburg und Berlin-Brandenburg, ist unglaublich viel Wissen dann mit neu dazugekommen. Wie gesagt, das sind so viele Akteure, die jetzt mit überlegen, mitdenken, mit aufbauen.
Und ohne diese Freunde oder so wären wir längst nicht da, wo wir sind als Bewegung. Es ist jetzt, wir haben die Regionalwert Impuls GmbH gegründet, die betreut jetzt sozusagen die bestehenden Regionalwert AGs wie auch neue Initiativen. Das wird nochmal einen Durchbruch bringen, weil ich auch einfach nicht mehr alles leisten konnte hier von Freiburg aus. Und da bin ich jetzt sehr froh über diesen Schritt. Und was aber bisher noch nie der Fall war, dass es außer Preisen, auch tollen Preisen, auch mal einen Preis vor 10 Jahren von der Bundeskanzlerin direkt persönlich übergeben. Außer Preisen gab es noch keine Förderung. Noch keinerlei sozusagen politischen Rückhalt. Auch irgendwie, wir haben Vorschläge gemacht, Berlin, Brüssel, wir sind schon vor 8 Jahren überall hingereist und wir sind überall durchgefallen. Und vielleicht sind wir dadurch auch besser und stärker geworden, wer weiß. Aber für jetzt, für einen beschleunigten Aufbau, glaube ich, wäre es jetzt notwendig, dass man sich mal das Konzept Regionalwert AG mal genau anschaut. Und was ist das eigentlich? Im Grunde ist es eine nächste Kategorie, ein Archetyp von Land- und Ernährungswirtschaft. Ist kein Vergleich mehr zu dem, was war. Das ist nicht nur Bio, ist nicht nur ein bisschen mehr Bio, sondern ist ein richtig neuer ökonomischer Archetyp. Und ich wünsche mir wirklich, dass der mal genau angeschaut wird, bevor man mal so drüber fährt. Naja, das ist der Hister im Südwesten. Freiburg ist eh eine besondere Gegend. Ja. Ist es auch, ja. Aber ich glaube, man wird sozusagen dem Konzept Regionalwert AG nicht gerecht, wenn man so einfach drüber geht. Ah, jetzt noch so eine Initiative, weil ich bestehe darauf, dass wir uns wirklich sozusagen zur ökonomischen Theorie Gedanken gemacht haben und haben gesagt, bäuerliche Ökonomie besteht nicht mehr. Die Industrialisierte hat so viele Nachteile. Bio ist gut. Ich bin ja in der Bio-Bewegung groß geworden. Mein Vater hat 1951 auf ökologischen Landbau umgestellt. Ich habe die ganze Bio-Bewegung mitgemacht und aufgebaut. Aber jetzt geht es um was anderes. Es geht sozusagen wirklich um eine neue Art des Wirtschaftens in Regionen zum Thema Versorgungssicherheit, regionale Resilienz. Das sollte man sich, das wünsche ich mir, dann auch mal genauer anschauen. In Brüssel spricht man jetzt von Farm to Fork und sagt, da steckt ganz viel Regionalität drin. Gucken Sie denn hoffnungsvoll nach Brüssel im Moment? Ja. Auf jeden Fall. Also als jemand, der über Jahrzehnte die Brüsseler die Agrarpolitik verfolgt, konnte ich es kaum glauben, also was da in Farm to Fork steht. Allerdings sehr roh, ja. Sehr roh. Und aber also ich unterstütze und wir von der Regionalwelt AG unterstützen die Initiative Farm to Fork mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, auch intellektuell eben. Und hoffe sehr, dass das nach Jahrzehnten der Versuche, anders zu Landwirtschafts-, Agrarpolitik anders zu betreiben, wird von Erfolg geprägt ist die nächsten 2 Jahre. Ich bin da sehr, was das Konzept angeht, sehr euphorisch und lade auch ein, sich unsere beiden Konzepte anzuschauen, also jetzt aus der Politik sowohl die das Konzept Regionalwert AG als Intermediärstruktur, als Gesellschaftsvertrag zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft, aber vor allem auch diese Methode richtig rechnen in der Landwirtschaft, wo wir jetzt genau nachgerechnet haben und bewiesen haben, dass das Geld, was jährlich aus Brüssel an die landwirtschaftlichen Betriebe ausbezahlt wird, dass das reichen würde, um, wenn es leistungsgerecht vergeben wird auf nachgewiesenen sozial-ökologischen Leistungen reichen würde, um eine völlig andere Landwirtschaft zu impulsieren und ein ganz neues Anreizsystem zu schaffen. Also ich lade ein, das genauer anzuschauen und freue mich, wenn es Resonanz gibt. Die Botschaft nehme ich gerne mit in den morgigen Tag, welchen ich sehr intensiv über Landwirtschaft diskutieren werde, mit Landwirtschaftsministern diskutieren werde. Maja Göpel, wenn man eine große Aufgabe vor sich hat, ist es immer gut, nicht nur ein Werkzeug in der Hand zu haben. Und wenn man vor großen Denkaufgaben steht, ist es immer gut, nicht nur eine Disziplin zur Verfügung zu haben.
Wir haben jetzt in der Corona-Krise gemerkt, es reichen eben nicht nur Virologen und Epidemiologen, egal wie toll die sind, sondern wir brauchen auch Sozialwissenschaftler und Erziehungswissenschaftler und ganz andere und die Ökonomen natürlich, um zu diskutieren, wie wir durch diese Krise kommen. Jetzt mit Blick auf Ihr New Institute, was ist denn Ihre Lieblingsmischung? Ich weiß, Sie haben schon Markus Gabriel berufen, den Philosophen. Also was braucht es für ein neudeutsch Mindset oder Kopfset oder Disziplinenset, um solchen Fragen sich entgegenzustellen? Ich glaube, es ist tatsächlich ein Mindset und eine Haltung im Grunde genommen, ne? Weil ich eine Lust darauf haben muss. Und ich finde, das zeichnet zum Beispiel auch mit die da hier im WBGU, also in einem wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung aus. Ich muss Lust drauf haben, irritiert zu werden. Ich muss Lust drauf haben, wirklich auch Dinge, die ich immer für selbstverständlich auch wiederverwendet habe, auch mal auf den Prüfstand zu stellen. Ich bekomme Anregungen auf einen und den gleichen, also manchmal, wie wir gerungen haben über auch Begrifflichkeiten, wie die zum Beispiel bei den Ingenieuren benutzt werden und dann bei den Ökologen und dann vielleicht noch bei den Physikern und den Ökonomen. Also bis man da auch gefunden hat, was für Räume der Vorstellung sich hinter einem und dem gleichen Begriff halt irgendwo aufhalten können. Und gleichzeitig ist das ja das Faszinosum, weil ich nicht aufgeben möchte zu glauben, dass wir ein wahnsinniges Potenzial auch für Verständigung haben, wenn wir diese Frage, worum geht es eigentlich, nach vorne stellen und vor allem auch das Problem gut benennen. Das fehlt ja auch so häufig. Ne? Dann fangen wir an, mit bestimmten, beispielsweise ökonomischen Modellen jetzt wieder Antworten finden zu wollen. Aber erstmal drei Schritte zurückzugehen und sagen, wo stehen wir eigentlich gerade empirisch? Welches Problem wollen wir uns genau anschauen? Und welche Disziplin kann eigentlich dazu beitragen, es tatsächlich zu verstehen? Und in dem transdisziplinären Ansatz natürlich auch, welche Akteure brauchen wir eigentlich mit am Tisch, damit wir auch die Dynamiken verstehen, die tatsächlich dort vor Ort, on the ground, im Effektiven sich abspielen. Und das ist ja, das ist so ein Innovationsmomentum, der, glaube ich, viel mit einer Haltung, mit einer Lust und mit findet man häufig bei NachhaltigkeitswissenschaftlerInnen, also die sich dem Feld gestellt haben, weil man sowieso weiß, man kann es mit einer Disziplin nicht lösen. Und ja, dieser kontinuierliche Lernprozess, der damit auch einhergeht. Und da würde ich sagen, schauen wir ein bisschen, wie wir die Ausschreibungen machen und wer sich dann eben berufen fühlt, tatsächlich daran mitzudenken. Da würde ich von vornherein gar keine Disziplinen ausklammern. Ich drücke da die Daumen, finde das ein großartiges Projekt. Jetzt auch quasi die Geburt live vor der Haustür mitzuerleben, macht großen Spaß. Ich wünsche eine tolle Zukunft für dieses Institut. Ich sage nochmal allen Preisträgern einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch.